Hallo, willkommen zurück in Kingdom Hearts mit diesem Speichermoment Totenbaum. Letzte Party haben wir in Deep Jungle herumgespaziert, haben die Gorillas gesucht, weil wir ihre Hilfe brauchen anscheinend. Und dann ist der Clayton durchgedreht, wollte einen Gorilla umbringen. Dieser Clayton, ich mag ihn nicht. Hass würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ich mag ihn einfach nicht. Punkt. Na, wieder eine kurze Hutparty machen. Die werden wir jetzt noch ein bisschen öfter sehen, aber naja, es ist chillig von daher. Ich finde, man hätte hier, keine Ahnung, irgendwas anderes machen können, aber nicht so eine Hutparty. Es ist zwar nett, aber nicht meins, sagen wir so. Springen, damit ich diesmal kannst in die... Okay. Ach, Tarzan, du bist mir voll egal, du kannst so oft in die Fresse bekommen. Nebenbei, gleich gibt es eine interessante Szene. Nebenbei, auch noch gesagt, Donald und Goofy werden auf der Rutschpartie nie zu sehen sein. Niemals! Niemals, leider. Hallo? Wie konnten Sie das nur tun? Hören Sie, Miss Porter, ich hatte es doch nicht auf den Gorilla abgesehen. Wehe, Sie wagen sich wieder in die Nähe der Gorillas. Alles wegen so einem kleinen Missgeschick. Kommen Sie. Was mache ich bloß mit diesen Schwachköpfen? Diese verfluchten Gorillas. Ich werde sie alle zur Strecke bringen. Alle! Ich werde sie schon irgendwie aufstöbern. Darauf verwette ich mein Leben. Hm? Ich weiß nicht warum, Leute, aber warum hat der Clayton so einen Hass auf Gorillas? Das muss mir einer erklären, aber er hat gerade geschossen und ja, was ist wohl passiert? Mr. Clayton ist kein schlechter Mensch. Ach nee? Wie nennt man dann sowas? Tierjäger? Nein, findet ihr ein Wort dafür, Leute? Es gibt sicher was. Aufbrausend, wenn du sagst. So, und damit wir auch mal in der Gruppe ein bisschen was machen, wenn ich jetzt Tarzan statt Donald reintun, denn er kann unter anderem einige Abilities, die wir noch nie gesehen haben, unter anderem Xanaconda ohne X hinten. Alle Gegner werden mit der Speer niedergemäht. Ja, ist interessant. Schlangenbiss, zielt wird mit einem Stoß kampfunfähig gemacht. Mutter Erde. Jo. Heilende Kraft, Abwehrtechnik, MP-Verbrauch 1, Natura. Literatur gewinnt Schutz, das tue ich eigentlich mal raus, weil das man nicht braucht, nicht wirklich zumindest. Frohnatur, Kampfunfähigkeit wird schneller wieder aufgehoben. Trotzkopf. Mit einem Minimalwert an HP wird der Kampfunfähigkeit getrotzt. Alter, wenn ich das kriege, dann geht's eh schon hier ab. Berserker, ja, das kennen wir schon. Und Volltreffer plus und das zweimal. Ich kann euch hier vorschlagen, Natura rauszutun, wie ich es mache. Denn das braucht man nicht wirklich. Dafür Volltreffer Plus reinzutun. Das heißt, der normale Angriff von Tarzan kann jetzt doppelten Schaden öfter verursachen. Und vielleicht noch Mutter Erde raustun. Das wäre ein bisschen crazy. Berserker vielleicht raus. Und... ja, Schlangenbiss. Xanaconda ist eine coole Technik für viele Gegner. Ich bin eher so ein Freund von, ja, wenn da reinhaut, dann soll er Volltreffer machen und nicht solche Techniken, die, ja, keine Ahnung, sowas sind. So. Herr Tarzan ist jetzt auf Volltreffer getrimmt. Jetzt schauen wir mal, was läuft da draußen hier so ab? Hallo? Die Herzlosen! Was kommen die auch mal endlich? Die Affen!
Überhaupt nicht zu unterschätzen, die Freunde hier. So, und dafür bekommt man sogar etwas, wenn man die Affen hier rettet, nämlich ein Protestgummi. Für einen Flügel. Ist jetzt zwar nicht so wichtig, aber naja, wäre schon gut, wenn man es einsammelt. Beziehungsweise, wenn man es bekommt. Und ich habe gesehen, die hauen rein, die Affen hier. Also heißt es einfach aufpassen und weitergehen. Die Gegner hier sind jetzt alle weg. Okay, komm wieder. Ihr könnt mich mal! Yay! Nochmal und tschüss! Ach ja, der Sonic-Stoß ist einfach nur geil. Einfach nur geil! Ich habe gerade ein Level Up bekommen und habe dafür mehr HP, hab ich gesehen. Diese Gegner sind ziemlich nervig, Leute. Die haben zwar eine Eisschwäche, aber die können Bananen liegen lassen. Und das ist richtig, richtig gemein. Aua. Und hier wieder schießen sie mit so komischen Bällen. Ach, weißt was? Ich kümmere mich nicht mehr um dich. Tschüss. Tschüss. Einfach mal so. Tschüss. So, jetzt kommen hier auch noch Herzlose. Und die sind alle nicht gut drauf. Autsch. Okay, danke dazu für die Heilung. Und tschüss! Der nächste bitte! Der nächste! Achso, der lebt. Okay, oh nein. Na dann! Wuhu! Ah, die haben sogar so viel gelassen. Ein Push und ein Aha-Splitter. Aha-Splitter habe ich bis jetzt gar nicht gesehen. Ist auch zum Schmieden. Das werde ich euch noch später erklären, wie das funktioniert. So, weg mit dir! Er lebt dann auch. Lebt doch immer! Okay, sicher. Und dafür bekommt man ein Feuergummi. Das mit dem Gummi werde ich auch noch später erklären. Und die Gegner sind hier nicht zu unterschätzen. So, in die Felsklippe rüber. Da waren wir schon mal. Kisten holen. Aber jetzt sind hier auch Herzlose und gar nicht wenig. Au. Die tun ganz schön weh, die Freunde, aber es geht. Wuhu! Yay! Yo! Weg mit dir! Ich geh Boden aufwischen! Ich den Boden auf heute mit Sonic-Sturz, warum nicht? Wenn man es kann. So, dafür bekommt man ein Aerogar-Gummi rechts. Es gibt natürlich auch das links, aber das warten wir noch. Und ich habe gerade gesehen, die Gegner, die ziehen Fraps runter. Ich muss mir direkt das einfallen lassen, dass das für euch angenehm ist. Also von der Geschwindigkeit her. Das ist ganz schön hart. Ich finde es schon lustig anzusehen, wie es am Fernseher hier neben mir voll flüssig läuft, ne? Und dann, ja, am PC, Lag ohne Ende. Ist schon irgendwie lustig. Liegt dann auch ein Programm bei uns an meinem Computer. Der hat nämlich viel zu wenig RAM. 4 sind nämlich nicht genug. Anscheinend. So, und eine Proterpa-Rokette bekommt. Gut! Und ein ganz normaler Herz muss ich mal. Den haben wir schon ewig nicht mehr gesehen. Die sind eigentlich die Herzlosen, die am öftesten vorkommen, die hier. Die Schattenburg-Herzen sind. Aber hier. Ups! So, und ihr habt gesehen, die lassen Bananenfall, diese Gegner. Wo war denn die Banane? Ah, schon weg, egal. Ein Push noch eingesammelt. Hier gibt es nichts mehr zu tun. Es geht jetzt zurück. Hui, hui. Ach Mann. Ihr könnt mich auch nicht chillen, oder? Der Tasten dreht vollkommen durch. So. Heieie, jetzt geht's hier rund, Leute. Jetzt geht's hier rund. Okay, hier kommt nichts zum Glück. Ah, okay, zu viel gefreut. Ihr seid im Weg! Ah, sowas von!
Geh weg, endlich, du! Boah, hey Leute, die Kämpfe, ich werde jetzt... Jetzt reicht's aber. Jetzt reicht's mir, tschüss! Zu viele Herzlose sollte man auch nicht bekämpfen, ne? Könnte auf Dauer ungesund werden. So, letztens sind wir die Abkürzung gegangen und diesmal gehe ich den richtigen Weg hier hoch. So, da kann man sich hier raufklettern. Jo, das kann man nicht schlagen, sondern raufklettern. Und dann landen wir im tiefen Urwald. Hier waren wir bis jetzt gar nicht. Hier ist nämlich ein Speicherpunkt noch dazu. So, danke sehr. Und hier kann man wieder runterklettern, wenn man Lust hat. Aber jetzt heißt es ranspringen! Und wow, wow! So, macht einen auf Tarzan. Ups! Aber sowas von. Einfach mit richtigem Timing immer X drücken, dann hat man hier keine Probleme. Und hier sind sogar Kisten. Hm, mach mal auf. Ein Mithril erhalten. Dann gucken wir weiter. Hoppa! Was denn? Hallo, wo ist die nächste Ranke? Okay. Geht doch! Was war denn das denn jetzt bitte, Leute? Auf einmal hat er die Ranke nicht erkannt. Das kommt öfters vor hier. Und ich sehe gerade, ich habe 4 MP-Leisten. Ich glaube, man sieht mir an, dass ich der Magier bin, oder? So, hopp! Hep! Boing! Und tschüss! Dann landen wir im Dschungeleingang. Hier wäre jetzt auch normalerweise die Sequenz gekommen mit dem, Gorillas. Mit Donkey Kong und so, ne? So, hier war eine Kiste und ich glaube, die war sogar wichtig. Das waren Hunde, soweit ich mich erinnern kann, ne? Hallo, sind da Hunde drin? Jo, 3 an der Zahl. Das heißt, diese Kiste sollte man holen, wenn man, etwas Interessantes haben. Vor allem, man bekommt eine geile Belohnung, wenn man alle 100 Dalmatiner einfängt. Ist ja klar, sonst wäre es ja sinnlos, ne? Oder man würde es nur machen, ich bin so nett und sammle alle Hunde ein. Würde auch gehen. So, hier hoch. Wir waren schon mal hier. Und auf zum Mammutbaum. So, und jetzt kommen wir auch hier herzlose vor. Und tschüss! Eis! Ich freue euch alle ein! Und hier haben wir einen weiteren Achat-Splitter. Coole Sache. Und du, Duck Ducks! Ihr könnt mich mal. Also, die Magie ist ganz schön stark, Leute. Ist nicht zu unterschätzen. Manche behaupten immer, die Magie sei nutzlos in Kingdom Hearts. Also, ich finde nicht. Vor allem mit der kann man schön auf Reichweite kämpfen. Es gibt Gegner, die weichen sehr auf den physischen Angriffen aus. Und da wäre es halt nicht schlecht, mit der Magie umgehen zu können. Wobei die nicht so schwer ist, So, haben wir hier alle Herzlosen auch erledigt? Oder uns entledigt? Man kann sehen, wie man will. Und jetzt der letzte Bildschirm, das Baumhäuschen und Traps. Geht's wieder? Leicht. Ist es schon krass, Leute. Hin und wieder geht das runter. Ich sehe da die FPS-Anzahl, die ihr nicht seht. Die ist gerade auf 40 runtergerutscht. Ganz kurz auch mal auf 10. Auf 10! Hallo? Okay, es wird gerade nicht besser. Hier sind sie. Achtung, ich bin hier! Und jetzt wird... Oh, verdammt, ich wollte den Boden aufwischen. Dann halt nicht. Dann halt nicht! Au! Danke, Tarzan. Jetzt aber! Bodenaufwischtaktik aktivieren! Geht doch. Hui! Und einen weiteren Achat-Splitter, davon brauche ich eh noch ein paar. So, und alle erledigt. Mit dem Sonic-Stoß ist es ja viel einfacher hier. Na, hallo.
So, und dafür bekommt man ein Schutzgummi, ein viereckiges. Und was jetzt hier alles rumliegt, also so viel MP und HP brauche ich jetzt auch nicht. Obwohl MP liegen ja keine. MP sind nämlich blaue Kugeln. So, hier gibt es nichts weiter zu tun. Also wieder runter! Hua, hua! Und diesmal heißt es wieder runterrutschen. Aber zuerst MP aufladen, bitte. Danke sehr. Ich habe irgendwie die meisten MP. Ich glaube, ich müsste sogar mehr haben als Donald. Und zum dritten Mal sehen wir diese Szene. Ich hätte es hier auch voll schneiden können, aber hey. Wir wollen natürlich alles sehen, wie Tarzan in die Fresse kriegt, oder? Jetzt ernsthaft, den Walt Disney-Film vom Tarzan mocke ich nicht so. Aber kennt ihr das Dschungelbuch, Leute? Das war geil. Das war richtig cool. Eine verbesserte Form von Tarzan, wie ich finde. Aber überhaupt nicht zu vergleichen, wenn man darüber nachdenkt. Viel, viel besser als Tarzan, persönliche Meinung. Das müsst ihr immer bedenken. Manche mögen Tarzan, ich bin einer, der sagt, nix für mich. Das Dschungelbuch war geil, aber Tarzan? Nee, danke. Und, na, hier schon wieder. Alter, wie? Da geht er richtig ab. Der Tarzan, ja, der ist richtig krass drauf. Oh je. Oh je, oh je, oh je, oh je. Okay. Wo ist eigentlich Clayton? Ich hoffe, Mr. Clayton ist wohl auf. Ich hoffe mal nicht. Weh. Bin böse und so. So, und ein Schuss. Er kam hinter diesem Buschwerk. Gut. Diesen Schuss sollte man sich merken, denn jetzt gleich geht es so richtig ab. Vorher speichern. Ich würde jetzt wirklich jeden empfehlen, Tarzan rauszutun, denn er ist der bessere Kämpfer als wie Donald. Donald ist halt der Magier. Aber man braucht hier einen Kämpfer, Leute. Das ist kein Witz. Ja, ihr könnt mich mal. Tschüss. Ciao. See ya. Denn jetzt ist hier ganz was anderes, nämlich Claytons Pfeife. Ohne Tabak. Und auch unser Schoßkätzchen ist ja da. Mies, 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 mies. Na, komm doch her. Aua. Na dann halt so. Wuhu! Yeah! Bang! Dung! Dash! Da! Und tschüss! Und das Ganze nochmal, weil ich noch 2 MP frei habe! Juhu! Versteck dich nicht. Ja, das Music-Kätzchen kann sich verstecken. Oh, ich habe keinen Ether mit. Na egal. Kommst du wieder raus? Drauf geht's, Leute! Alle rauf! Halt, wie ist der... die umgeworfen hatte. Richtig cool. So, weg mit dir. Zack, zack. Nya. Hält nicht mehr viel auf. Rauf, 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 Leute. Sie hält nicht mehr viel aus. Nein. 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 Ich krieg's doch nicht. Dann also. Was? Ich hab das Feuer doch schon gehört. Ich hab Feuer gehört und dann... Epic Fail. Gut, Leute, wir sehen uns im nächsten Part wieder, denn da wird uns ein Bosskampf erwartet. Das kann ich jetzt schon mal verraten. Die Katze ist ja nichts dagegen, aber das war jetzt sauknapp, ey. Bis zum nächsten Part und ich muss jetzt lachen. Ja. Ah.